wir haben natürlich noch eine Menge Fragen zu bereden. Jetzt haben wir so ein bisschen über Voraussetzungen, Markthochlauf geredet. Und das wollen wir jetzt fortsetzen in einer zweiten Gesprächsrunde unter der Überschrift, wie kann die Wirtschaft die schon vielfach beschriebenen Chancen am Ende auch tatsächlich nutzen? Da werden Sie Stefanie Peters gleich wiedersehen in dieser Runde. Aber es kommen noch zwei Herren dazu, die Sie noch nicht kennengelernt haben und die ich Ihnen zunächst einmal vorstellen möchte. Da ist zum einen mit dabei, ich freue mich sehr, Lars Baumgürtel, CEO der ThinQ, ich weiß gar nicht, wie Sie das richtig aussprechen, aber mit dem Q hinten. Ne? Das ist ja, für Qualität, genau. Für Qualität. Der ThinQ-Gruppe Gelsenkirchen, er ist zugleich Vizepräsident der IHK Nordwestfalen und ThinQ ist vor allem auf die Feuerverzinkung, der Name deutet schon an, von Stahl spezialisiert. Und wenn wir schon über Stahl reden, ich freue mich, dass auch Dennis Grimm bei uns ist, der Geschäftsführer der Hüttenwerke-Gruppe Mannesmann mit Sitz in Duisburg. Und ich freue mich auch, dass Stefanie Peters an dieser Runde teilnimmt. Herr Baumgürtel, lassen Sie uns mal anfangen. Ihr Unternehmen hat ja viel mit diesem Thema zu tun. Wie wichtig ist das inzwischen für Ihre Gruppe? Also ich würde schon sagen, dass das ein Thema ist, das essentiell für unsere zukünftige Entwicklung sein wird. Wir sind ein Unternehmen in der Oberflächentechnik, Sie sprachen es an, wir schützen Stahl für Jahrzehnte mittels Zink vor Korrosion in einem Prozess, der energieintensiv ist. Und wir haben schon umgestellt über die Jahrzehnte in relativ umweltfreundliche Energieträger, wie zum Beispiel Erdgas. Aber wir sind uns absolut bewusst, dass der nächste Schritt sein muss, dass wir auf einen kohlenstofffreien Energieträger umstellen. Und wir müssen jetzt im Grunde gestalten, ob dieser kohlenstofffreie Energieträger erneuerbarer Strom sein wird, was in unseren Prozessen sehr schwierig ist. Wir reden über hohe Temperaturen und die mit Strom zu erzeugen, ist, wie auch Dr. Unruh schon ansprach, eher ein Thema für einen molekularen Energieträger. Insofern setzen wir sehr stark auf Wasserstoff und möchten auf dem Wege unsere Prozesswärmeanwendung dekarbonisieren. Also für uns Wasserstoff eigentlich mehr oder weniger die gesetzte Option, um unseren Prozess fit zu machen für die nächsten Jahrzehnte und das natürlich auf der Grundlage, wir sind auch ein Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Unternehmen, wir haben also eine Selbstverpflichtung zur Dekarbonisierung auf Grundlage eines Ansatzes unter Einsatz von kohlenstofffreien Energieträgern. Es wird beides erforderlich sein. Sie werden selber eine Menge Forschungsleistung in dieses Thema stecken müssen und Sie werden viel Unterstützung brauchen, um mit anderen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Lass uns noch einen Augenblick auf Ihr Unternehmen gucken. Wie gehen Sie das Thema Wasserstoff konkret an? Also, wie das auch gerade schon angesprochen wurde, pragmatisch. Wir sind aus dem mittelständischen Bereich, energieintensiver Mittelstand. Diese Unternehmen vertrete ich hier auch vielleicht so ein bisschen, auch vom Spirit, der auch schon erwähnt wurde. Wir machen es einfach unfertig. Das heißt, wir machen es nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden wir ein Energiegas einsetzen können. Wir haben ein Projekt schon seit etwa 5 Jahren in der Schublade. Das nennt sich Power to Zink. Das heißt, der Einsatz letztendlich von einem kohlenstofffreien Gas, Wasserstoff, für die Prozesswärme, für unsere Anwendung. Es scheiterte im Grunde in der Umsetzung daran, dass wir im Grunde genommen keinen Ersatz für Erdgas bekommen haben. Einfach physisch nicht verfügbar, mal unabhängig von der Frage der Preisstellung. Und das ändert sich jetzt zufällig mehr oder weniger. Wir haben ein Energiegas bei uns anliegen, das ist kohlenstoffreduziert. Das enthält Wasserstoff und wir werden mit Technologie im nächsten Jahr in unserem Projekt versuchen, den Methananteil von dem Wasserstoffanteil in diesem Gas zu trennen und können dann, noch nicht grün, aber immerhin mit Wasserstoff versuchen, unsere Prozesswärmeanwendung dann tatsächlich kohlenstofffrei umsetzen zu können. Und wir hoffen mal, dass das alles funktioniert. Wir haben im Grunde den Mut, die unternehmerische Sichtweise darauf, dass wir es tun müssen, wenn es schon geht. Und das werden wir im nächsten Jahr machen, unter Einbindung übrigens von Anlagentechnik, neuen Technologien, die auch schon verfügbar sind und die übrigens bei uns, wir sind in Gelsenkirchen, wie schon erwähnt, im Grunde genommen in einem Umkreis von 10 Kilometern verfügbar war. Das war jetzt vielleicht ein glücklicher Umstand, aber so wird das kommen. Wir werden übrigens auch ein Cluster bilden. Wir haben mittlerweile in dem sogenannten Klimahafen Gelsenkirchen 15 weitere Unternehmen, die auch dieses Energiegas einsetzen werden, um ihre Kohlenstoffbilanz entsprechend maßgeblich zu verbessern. Herr Grimm, Hüttenwerke, Krupp, Mannesmann in Duisburg, da hat jeder sofort die Bilder vor Augen, was das an Energieeinsatz bedeutet. Aber es ist ja in dem Input von Herrn Unruh schon angeklungen als Musterbeispiel, was da in einem Stahlwerk gelingen kann. Aber helfen uns noch mal ein bisschen. Wie arbeiten Sie an dem Thema? Für die Stahlindustrie ganz allgemein und auch für die HKM ist das Thema Wasserstoff systemimmanent. Also
wir müssen an dem Thema arbeiten, um wirklich in der Zukunft bestehen zu können, um weiter hier in Deutschland produzieren zu können. Und die Mengen, die wir benötigen, sind unglaublich. Also in den Größenordnungen, wenn wir uns den Standort Duisburg ansehen, mit der jetzt dort vorgehaltenen Produktion für Stahl würden wir 1 Million Tonnen Wasserstoff am Standort Duisburg pro Jahr benötigen. Das kann man besser greifen, wenn man Beispiele nimmt. Das sind 40.000 wasserstoffbetriebene Busse, die pro Jahr mehr als 200.000 Kilometer fahren würden. Also die Menge, die wir dort benötigen, stellt die ganze Industrie vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite die Frage, wie kommen wir an Wasserstoff? Was Sie gerade gefragt haben, was tun wir? Wir versuchen Allianzen zu finden. Wir hatten vorhin auch über den Import von Wasserstoff von den Seehäfen gesprochen, um solche Mengen perspektivisch zu erhalten. Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns konkret mit unseren eigenen Anlagentechnologien, denn die ganze Hochofenroute muss abgelöst werden bis zum Jahr 2045. Der Kohlenstoff, den wir derzeit zur Reduktion in Hochöfen einsetzen, wird durch Wasserstoff verdrängt. Das heißt, es ist das Zukunftsthema, an dem die Stahlindustrie sicherlich hängt. Bei all dem, wie bang gucken Sie gelegentlich auf die Wertschöpfungskette, die erforderlich funktionieren muss, damit es bei Ihnen am Ende funktioniert? Bang nicht, sondern wir versuchen es mitzugestalten, aber man muss sich natürlich darauf fokussieren, was man selber bewegen kann, deswegen der Fokus auf den Anlagenpark plus gemeinsam mit der IHK, gemeinsam mit der Politik, mit der wir im Gespräch sind, Schaffung von Allianzen, um so eine Versorgung auch sicherstellen zu können. Denn wenn man sich die Mengenbilanzen ansieht, es wird unmöglich sein, diese Mengen an Wasserstoff nicht nur für die Stahlindustrie, sondern für die gesamte Industrie in Deutschland herzustellen. Und man muss Wasserstoff importieren. Haben Sie Zeithorizonte, bis wann Sie sich erhoffen, was tun zu können? Ja, wir rechnen eigentlich so in zwei Zeithorizonten. Zum einen bis zum Jahr 2025, wo wir im bestehenden Anlagenpark Optimierungen durchführen werden. Das ist ähnlich, wie wir es gerade gehört haben, der Einsatz von wasserstoffhaltigen Gasen. Bei uns fallen die in einem anderen Prozessschritt an. Die bringen wir also in den Hochofenprozess ein und reduzieren schon mal bis zu 500.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist so der Schritt 1. Und dann bis zum Jahr 2045 die sukzessive Ablösung der Hochofenroute. Und das wird die erste Ablösung muss Ende des Jahrzehnts beginnen, weil die finanziellen Herausforderungen sonst gar nicht mehr stemmbar sind aufgrund der steigenden CO2-Kosten, die wir sicherlich alle tragen müssen. Frau Peters, Sie hatten ganz handfeste Beispiele, wie lange das dauert, wenn ich heute bei Ihnen was bestelle, bis ich es am Ende kriege. Nicht zu früh freuen, ich werde es nicht bestellen, in meinem Büro brauche ich es gerade nicht. Aber es sind ja unglaubliche Zeithorizonte, über die man da reden muss. Was heißt das für politische Rahmenbedingungen für die Arbeit, die Sie leisten? Ja, ich denke, ich habe es eben schon versucht mal zu schildern und deswegen habe ich diese Zahlen mal so plastisch genannt. Wir müssen jetzt die Planungen beginnen, damit wir 2030 zum Beispiel ein Wasserstoffpipeline-Netz ausgerüstet haben. Denn dort sind noch viele Umrüstungen notwendig, insbesondere in der Verdichtertechnologie. Und dann muss man natürlich auch überlegen, wo sollen denn diese ganzen Anlagen hergestellt werden? Und sicherlich ist das ein sehr etabliertes Geschäft, das Verdichtergeschäft. Dennoch, wenn es zu dieser Umsetzung kommt, reden wir von hohen Stückzahlen und dann muss man sich überlegen, wo wird das hergestellt, müssen noch Fertigungskapazitäten aufgebaut werden. Und am Beispiel der Elektrolyseure ist es vielleicht noch plastischer zu sagen, denn da gibt es im Moment eigentlich noch eher einen manuellen Fertigungsprozess, der muss industrialisiert werden. Wir selber haben ja auch einen IPCEI-Call eingereicht und auch sind auch in die nächste Runde gekommen, wo wir eben eine Elektrolyseurfabrik in Nordrhein-Westfalen bauen wollen. Und auch dieser Bau hat natürlich einen Vorlauf von 2 bis 3 Jahren, bis da die ersten 50 Elektrolyseure rauspurzeln. Und das darf man ja nicht vergessen, denn selbst wenn morgen die Politik Entscheidungen trifft, dann sind ja nicht übermorgen die Produkte auf dem Hof. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, diese Zeithorizonte zu sehen. Und wir machen im Moment ein Projekt mit der Gasunie in den Niederlanden, die ja das Pipeline-Netz umstellen wollen. Und die wollen 2030 das umgestellt haben, aber die planen jetzt mit uns. Daran sieht man, dass sie eben auch den Vorlauf von 8, 9 Jahren haben,
wollen 23, 24 bestellen, aber diese Zeiträume, die sind notwendig. Nun sind Sie ja auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Wenn da diskutiert wird, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Energiewende sich in Nordrhein-Westfalen entscheidet, jedenfalls was Deutschland angeht. In der Diskussion des Wasserstoffrates, wie wird da auf Nordrhein-Westfalen geguckt? Ach, das kann ich gar nicht so genau sagen, ob da auf Nordrhein-Westfalen anders geschaut wird. Ich glaube, dass wir das wirklich bundesweit betrachten. Es sind sehr politische Debatten. Es sind ja sehr unterschiedliche Vertreter aus ganz verschiedenen Hintergründen dort, auch aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus Umweltverbänden und aus der Industrie. Und ich denke schon, dass wir da eher ein bundesdeutsches Bild sehen und jetzt keiner sich auf ein Bundesland konzentriert. Sicherlich wird da auch über Förderkulissen für, ich sag mal, Strukturwandelgebiete gesprochen, siehe Rheinisches Revier, siehe Ostdeutschland, aber ansonsten ist es eher bundeslandunabhängig. Wir haben ja eben in der ersten Runde mit den Themen auch nochmal anschließend an das, was Sie über China, über Südkorea gesagt haben, darüber geredet, was kann man von denen lernen. Dann lautete der Hinweis, die Systeme sind nicht vergleichbar. Ja, ein berechtigter Hinweis, aber aus Ihrer Sicht, was können wir trotzdem von denen lernen? Ja, ich glaube, was ich auch schon sagte, wir müssen nicht erst die 100%-Marke planen und dann anfangen. Wir müssen kleine Schritte gehen. Und das ist ja genau der Ansatz, den wir verfolgen, dass wir dezentrale Systeme aufbauen, dass wir in Quartieren denken. Und wir sehen, dass es eine große mittelständische Wirtschaft gibt, die ist H2-ready. Die wollen jetzt handeln und die wollen auch Vorreiter sein für ihre Bereiche. Und da haben wir uns auch in Netzwerken zusammengetan mit Bauunternehmungen, mit Windparkbetreibern, um eben dieses Gesamtkonzept für ein Quartier entwickeln zu können und dort eben auch die Technologie liefern zu können. Und nur an solchen industriellen Beispielen mit dazugehörigen Geschäftsmodellen kann man es nachher wirtschaftlich machen. Ja, es nützt uns nichts, wenn wir einen riesen Elektrolyseur irgendwo hinstellen, ohne zu gucken, was ist davor und was ist dahinter. Damit haben wir kein Geschäftsmodell und damit wird es nie wirtschaftlich, sondern wir müssen es in der gesamten Kette, in der gesamten Wertschöpfungskette sehen. Herr Baumgürtel, Frau Peters hat es gerade gesagt, die mittelständische Wirtschaft ist H2-ready. Jetzt ist die Frage, wie wir vom Ready zum Steady und zum Go kommen. Wie? Ja, ganz klar über Projekte, wo sich dann auch mittelständische Unternehmen zusammenschließen werden, so wie wir das in diesem Klimahafen-Cluster in Gelsenkirchen derzeit machen. Natürlich mit einem gewissen Risiko. Nicht alles, was wir dort beginnen, wird auch im ersten Anlauf funktionieren. Aber ich glaube, das ist wichtig, um zu zeigen, dass Wasserstoff auch in der Anwendung wie beispielsweise in der Prozesswärme, die insgesamt in Deutschland über 400 Terawattstunden Energiebedarf hat und das mit einem hohen Anteil über 60% von molekularen Energieträgern, dass tatsächlich dort gezeigt wird, da ist ein Bedarf und das auch über den Weg von kohlenstoffreduzierten Gasen schon belegt wird, ähnlich wie in der Stahlindustrie, dass man die ersten Schritte geht, um dann tatsächlich zu vollziehen, wenn es soweit ist, und das wird aus meiner Sicht auch nur über Importe gehen, dass man tatsächlich dann den grünen Wasserstoff in diesen Anwendungen dann tatsächlich einsetzen kann. Wenn Sie aus unternehmerischer Sicht sich diese Wertschöpfungskette noch mal angucken, ja, wir haben gesagt, die sind H2-ready. Sind wirklich alle H2-ready oder stoßen Sie immer wieder auf Unternehmen, wo Sie denken, verdammte Hacke, die müssten doch begreifen, welche Chancen für Sie da drin liegen. Warum tun Sie noch nichts? Na, ich kann wieder nur für die Unternehmen sprechen, mit denen man intensiver Kontakt hat. Und okay, das ist tatsächlich so, wir haben dort Netzwerke, in denen sich gerade die energieintensiven Unternehmen schon die existenzielle wichtige Frage stellen, wie kann ich am Ende dekarbonisieren? Und natürlich müssen diese Unternehmen am Ende ihren individuellen Weg finden. Mhm. Aber ich sehe, dass da schon auf verschiedenen Ebenen ein guter Austausch ist. Ich glaube, ähnlich wie in der Seite, die mehr über die Erzeugung und vielleicht dann auch über die Infrastruktur kommt. Und alles zusammen, das muss jetzt schnell gehen. Und Gott, das ist dann so, die einen werden schneller sein. Aber ich bin überzeugt, jeder, wenn das sichtbar wird, dass es machbar ist, wird dem folgen. Und dann werden auch die entsprechenden Mittel privatwirtschaftlich fließen. Aber das will ich auch nochmal betonen, wir brauchen auch unbedingt die Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen auch die öffentlichen Mittel, damit der Wasserstoff gern aus globaler Provenienz zu entsprechenden günstigen Kosten zu uns kommen kann. Herr Grimm, Hüttenwerke, Krupp Mannesmann, Sie sind einer von den Großen. In der Vergangenheit gestaltet es sich immer so, dass die Kleinen die Zulieferer für die Großen waren. Und das war es dann. Wie muss sich diese Zusammenarbeit, Stichwort eben Netzwerke, künftig verändern, damit sowas besser gelingen kann? Die muss sich schon
jetzt und ganz zu Beginn eigentlich in der Transformationsphase ändern. Wir haben vorhin auch kurz das Technologie- und Innovationszentrum für Wasserstoff angesprochen. Der Fokus Mobilität, den wir ja eigentlich gar nicht haben als Hüttenberg. Aber wir haben trotzdem uns an diesem Wettbewerb beteiligt und haben hoffentlich, also wir sind unter den letzten dreien und hoffen auf einen guten Zuschlag. Und das ist eigentlich das, wo alle jetzt schon zusammenarbeiten müssen. Egal ob Großunternehmen, egal ob Zulieferer, egal ob Universität, Politik, um die einzelnen Bausteine zusammenzukriegen. Das beginnt damit, dass man Normen schafft, dass wirklich auch Equipment bestellt werden kann. Wir kommen im Moment an Grenzen. Wir versuchen, Abnehmerstrukturen zu finden für den Verkehr mit diesem Mobilitätszentrum. Und Investoren wissen nicht, wie denn Wasserstoffbusse bestellt werden müssen, um zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr auszustatten. Und das sind alles Beispiele, wo man sieht, wir sind ganz zu Beginn und wir müssen mit großer Geschwindigkeit zusammenarbeiten. Egal ob großer Anlagenbauer, kleines produzierendes Unternehmen oder Stahlhersteller. Wollten Sie noch mal, Herr Baumgürtel? Ich war mir gar nicht sicher, ob ich die Körpersprache richtig interpretiere. Ja, ich nehme natürlich immer gerne zu den Themen rund um Wasserstoffstellung. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass Projekte, die vielleicht schon in der Schublade waren, also es ist, glaube ich, nicht so, dass Wasserstoff ein brandneues Thema ist. Chemieindustrie geht ja schon seit langem mit Wasserstoff um. Also es ist nicht sozusagen etwas komplett Neues. Wir müssen jetzt gucken, dass das Know-how, was wir schon haben, was ja auch einen gewissen Vorsprung darstellt, auch auf der Anwendungsseite, dass wir das ummünzen jetzt in die Konkretisierung von Projekten. Mhm. Und wir brauchen, das möchte ich auch nochmal sagen, die Unterstützung der Politik ist eindeutig ein Appell an die Politik, weil wir brauchen die Mengen an Wasserstoff. Ich würde für Deutschland jetzt die Messlatte bei ungefähr 500 Terawattstunden sehen. Frau Karliczek war in Namibia und hat schon über 260 Terawattstunden gesprochen. Das ist mehr als das zweieinhalbfache der nationalen Wasserstoffstrategie. Und wir werden uns diesen 500 Terawattstunden schon nähern. Und das muss dann auch preislich durchaus die Skaleneffekte, die wir sehen werden, abbilden. Das heißt, ich rechne mit Wasserstoff irgendwo in einer Schlagzahl um die 5 Cent pro Kilowattstunde. Und ich hätte auch ganz gerne, dass wir bis 2035, und das ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht, 50% der energieintensiven Unternehmen, beispielsweise nicht nur Stahl, aber auch Stahl natürlich, aber auch andere Unternehmen aus dem Mittelstand angeschlossen haben an funktionierende Wasserstoffversorgungsnetze. Jetzt können wir, Frau Peters, wenn ich Ihnen allen so zuhöre, die augenblickliche Lage sehr unterschiedlich interpretieren. Es werden uns manche zuhören und werden sagen, um Gottes Willen, die Normen sind noch nicht klar, wo es herkommt, ist noch nicht klar, die Farbe ist noch nicht klar, ich halte mich erstmal zurück. Man kann es natürlich auch genau umgekehrt interpretieren. Es ist ein wahnsinniges Gewusel im Moment in diesem Markt, wie ich es jedenfalls in Märkten lange nicht erlebt habe. Wie interpretieren Sie es? Ja, ich interpretiere es so, dass wenn man da mitspielen möchte und Vorreiter sein möchte, dann muss man jetzt handeln und am besten schon in der Vergangenheit damit angefangen haben. Und die Technologie ist ja vorhanden. Es ist ja nicht so, als wäre es eine neue Technologie, wie Herr Baumgürtel gerade schon sagte. Und es muss übersetzt werden in eine Wasserstoffwirtschaft, die eben eine Sektorenkopplung mit sich bringt und damit viele Sektoren und Stoffströme miteinander vereint. Und das ist eben das, was sich verändert hat zur Vergangenheit. Und da geht es um auch neue Geschäftsmodelle und die müssen entwickelt werden, damit es zu einer Wirtschaftlichkeit kommt. Und wir haben uns ganz klar dazu positioniert. Wir gehen seit Jahrzehnten mit Wasserstoff um. Wir können das handeln. Wir kennen die Normen, die im Umgang mit Wasserstoff notwendig sind und möchten da weiterentwickeln und eben unsere Rolle als Technologieführer weiter ausbauen. Herr Baumgürtel, ich greife nochmal das Wort von Ralf Stoffels vom Anfang auf, nämlich von der im Grunde genommen Alternativlosigkeit dieses Themas Wasserstoff. Sehen Sie das auch so? Das hängt vielleicht von dem Anwendungsbereich ab. Ich würde nicht ausschließen, auch im Rahmen des Zubaus der Kapazitäten erneuerbaren Energien und dann Ausbau Stromerzeugung in diesem Bereich, dass es Unternehmen gibt, die durchaus ohne Probleme von molekularen Energieträgern möglicherweise auf Strom umstellen. Es gibt ja auch Unternehmen, die fast ausschließlich nur Strom einsetzen. Wir gehören eben nicht dazu. Und wir brauchen diese Alternative, weil wir tatsächlich in unserem Bereich mit den Temperaturen, die wir haben, in der Prozesswärme allgemein, das beginnt schon oberhalb von Dampf, tatsächlich besser fahren aus allen denklichen Perspektiven, wenn wir tatsächlich molekulare, kohlenstofffreie Energieträger, also Wasserstoff, einsetzen.
Frau Peter. Ja, ich glaube, man muss es sicherlich auf die Industrien beziehen, aber wenn man es mal gesamtwirtschaftlich sieht, was das Thema Versorgungssicherheit angeht, ist es alternativlos. Wir brauchen Wasserstoff als Speicher- und Transporttechnologie für grünen Strom, weil wir sonst keine Versorgungssicherheit gewährleisten können in Europa. Und deswegen ist es alternativlos. Herr Baumgürtel hat völlig recht, dass manche Unternehmungen und manche Mobilitätsanwendungen vielleicht auch rein elektrisch funktionieren können. Aber im gesamten Energiemix ist Wasserstoff alternativlos.